In diesem Video zeige ich jetzt euch, wie ihr Wicken jetzt auch unter Wasser euch schön in ein Gefäß positionieren könnt. Indem ihr die auch anschneidet, wie alle anderen Blumen auch. Und so ein bisschen anpasst von der Größe, dass es hinkommt. Und natürlich ein schönes Glasgefäß nehmen, welches so ein bisschen eine außergewöhnliche Form hat. Und wie ihr ja schon wisst, mit Glasgefäße kann man eine ganze Menge machen. Jetzt fasse ich das hier einfach so zusammen, beschwere mir dieses mit zwei Steinen, die ich anschließend jetzt praktisch hier auch mit reinnehme, dass mein Blümchen ein Gewicht kriegt und nach unten gezogen wird. Und komme jetzt bei und nehme mein Guter Koi. Habt ihr auch schon in anderen Videos gesehen, das ist das, hier was klebt, womit ich sonst eben auch die Brautsträuße gut kolliere, dass das Wasser dran bleibt. Also sprich, dieses grüne Guter Koi, es löst sich im Wasser nicht auf. Das muss ein bisschen einzeln herangehen. Ich wollte gleich drei Stück mit mal. Wollen hier aber nicht. Und dadurch, dass das jetzt grün ist, die Stiele grün sind, die Steine, jetzt genau die Steine sind, womit ich es nachher auch abdecken möchte, fällt es dann nachher im Wasser gar nicht auf. Guter Koi klebt entweder, wenn man sehr warme Hände hat. Im Moment sind es bei uns hier gute 27, 28 Grad. Deshalb sind hier meine Wicken auch, die ich eben gerade gepflückt habe. Die freuen sich, wenn die ins Wasser kommen. Und die werden staunen, dass sie jetzt auch noch ganz sogar ins Wasser kommen. Das sind nicht nur die Stiele. Und somit habe ich jetzt meine Wicken dann auch gute 4 bis 5 Tage in dem Gefäß so schön drin zu stehen. Also wichtig ist, ich beschwere bloß jetzt hier unten die Stiele, dass die Wicken, und lasst jetzt hier unten die Schnittstellen aber frei, sodass die Wicken ein Gewicht haben. Blumen unter Wasser, das ist eben auch sehr schön, wenn man große Feiern hat, eben in großen Glasgefäßen, weil die Wirkung ist grandios. Und dadurch braucht man auch eben halt ganz wenige Blumen. So, das mache ich jetzt hier nochmal ein bisschen mit dem Feuerzeug, dass es warm ist. So, dass es alles auch gut klebt im Wasser. Positioniere ich mein Blümchen. Mal versuchen. Das ist ganz leiser. Ich muss wieder einfach reinrutschen lassen jetzt. Und fülle das dann ganz einfach mit Wasser auf.
Ja, wir jetzt hier sehr kalkhaltiges Wasser haben, habe ich mein Wasser auch noch. Abgekocht. Oder eben, man kann jetzt auch Filter nehmen. Wichtig ist es, dass das Blumenmaterial ganz und gar mit Wasser bedeckt ist.